Hallo, habt ihr auch gestern Wochenende und wisst nicht, was ihr kochen sollt? Es soll einfach sein und schnell. Ich habe eine Idee für euch, und zwar die Ofensuppe. Sie ist einfach, sie ist schnell und sie kocht von alleine. Ihr habt Zeit für eure Gäste und ihr braucht dann nur noch die Suppe aus dem Ofen nehmen und servieren. Gute Idee? Na dann kommt, ich zeige euch, wie es geht. Das sind alle Zutaten, die ich brauche für die Suppe. Ich habe Schweinefleisch in Würfel geschnitten, dann habe ich Sahne, Mais, Kidneybohnen, Brechbohnen, Paprika, Paprikasoße, junge Erbsen, Champignons und natürlich Zwiebeln. Als erstes habe ich das gewürfelte Fleisch reingegeben. Jetzt kommt die Dose Mais, auch ruhig mit dem Wasser da rein. Dann die Dose Erbsen, auch mit Wasser rein. Dann die Dose mit Brechbohnen, auch mit Wasser rein. Die abgegossenen Pilze auch rein. Eine Dose oder auch zwei, wenn ihr gerne Pilze mögt. Dann haben wir jetzt noch die Kidneybohnen. Die müssen auch einmal abgespült werden, also Wasser raus, nochmal einmal durchspülen und dann kommen die auch da rein. So, einmal abgespült, sind nicht mehr so schleimig. Ups. Und auch mit rein. So, falls ihr einen Kindergeburtstag habt, habt ihr jetzt genügend Dosen zum Dosenwerfen. Ansonsten leider etwas viel Müll. Jetzt fehlen noch die Zwiebeln. Einmal gerade putzen. Und ich mache da jetzt grobe Stücke von, weil ich auch ganz gerne mal auf eine Zwiebel beiße. Wer das nicht mag, macht sie etwas kleiner. Aber geschmacklich müssen sie auf jeden Fall rein. Ein bis zwei, wenn ihr mögt, auch noch mehr. Mit der zweiten das gleiche. Und die kommen auch in den Topf. Jetzt kommen noch die eingelegten Paprikas. Auch die einmal abgießen und dann in Streifen schneiden. Wer lieber frische Paprikas mag, kann die auch nehmen, aber ich mag den Geschmack von diesen ganz gerne. Auch grobe Streifen. Die geben auch ganz leckeren Geschmack für die Suppe. Und wenn ihr das in Streifen oder ein Stückchen geschnitten habt, kommt das auch mit rein. So, als letztes kommt die Sahne rein. Zwei Päckchen. Und natürlich die Paprikasoße. Anderthalb bis zwei Gläser. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen Wasser reintun, das ausspülen, damit wir auch alles aus dem Glas bekommen. Und das waren jetzt alle Zutaten. Einmal ein bisschen verteilen oder naja, umrühren nicht unbedingt. Das Fleisch sollte schon unten bleiben. Und jetzt kommt ein Deckel drauf. Und das Ganze verschwindet für anderthalb Stunden im Ofen. Dann hole ich es raus und dann ist es fertig. So, eine Stunde ist um. Ich habe sie mir einmal rausgeholt. Ich rühre es einmal um. Jetzt noch einmal eine halbe Stunde. Jetzt rühre ich das noch einmal um. Es ist eine große Gemüsesuppe geworden. Wer weniger Fleisch mag, tut weniger rein. Wer mehr Fleisch möchte, kann mehr reingeben. Das liegt ganz an euch. Meine Suppe ist fertig. Die Gäste können also kommen. Einfach und lecker, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, schaut wieder rein, wenn es heißt einfach und lecker mit Claudia. Ich würde mich freuen.
Diese Suppe ist auch super gut einzufrieren.